Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video und Leute. Okay, wir müssen erstmal ganz kurz klarkommen. Leute, Fortnite ist broke. Aber meine Freunde, ich habe einen Creator-Code, den könnt ihr nutzen im Shop. Creator-Code Revinzeit. Ich erkläre euch gleich ganz kurz, warum dieses Update in meinen Augen Fortnite komplett zerstört hat. Es gibt so viele Beschwerden mittlerweile wieder über die Community. Ich bin erstmal reingejoint, Leute, und meine komplette Maus-Sensitivity war geändert. Ich hatte meine Maus-Sensitivity vorher immer hier auf 0,113. Jetzt muss ich sie ungefähr um 0,15 hochstellen, Leute, weil es irgendwie nicht mehr richtig funktioniert hat. Keine Ahnung warum. So, wir haben hier auf jeden Fall im Creative Mode nichts großartig Neues drin. Ist alles relativ unspektakulär. So, wir zeigen uns jetzt erst ganz kurz die neue Falle und dann komme ich, wie gesagt, zu dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass dieses Update Fortnite irgendwie kaputt gemacht hat. So, Leute, ich mache mal ganz kurz die neue Falle hier. Das ist eine Giftfalle. Das haben wir noch nicht ausgewählt. Tobi, wechsel mal ganz kurz das Team. Wie die Falle funktioniert, keine Ahnung, im Großen und Ganzen. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Ich nehme mal an, die tickt einfach runter und macht einen bestimmten Schaden. Ich bin nervös ein bisschen. Ich muss echt sagen, vor Gift habe ich auch im echten Leben ein bisschen Angst. Okay, ja. Weil, rein da jetzt. Einfach. Oh, du siehst so Spikes 80, nach oben. 70, 60, 50. Okay, geh mal raus jetzt, wenn 40, du jetzt rausgehst. Wenn du jetzt rausgehst. Warte. Tickt das 20. noch weiter, das Gift? Nee. Okay, das heißt, anscheinend nur so Giftpfeilchen. Okay. Geh nochmal rein. Aber warte mal, wenn ich mich hier hinstelle... Boah, sie macht bei mir auch Schaden. Schaut mal hier, da kommen so Giftpfeile quasi aus der Wand raus. Aber das guck ist mal, interessant. Wenn man nicht bei den Löchern ist... Ah, Okay, ja, das tickt dann aber noch ein kleines bisschen nach. Also, neue Falle auf jeden Fall, die ähnlich wie die Stinkgranaten funktioniert. Man kann hier drüber laufen. Und wenn man schnell genug ist, kann man die Falle auf jeden Fall dodgen. Ihr seht das hier, Leute. Kriegt man da keinen Schaden. Wenn man jetzt, wie gesagt, darüber rennt, tickt das noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Alter. Oh, okay. Die tickt nochmal 80 HP nachträglich rein. Das heißt, die macht schon gut Damage, wenn man durchläuft. So, Leute. Kommen wir direkt zur Competitive-Szene. Tobi, wir gehen nochmal direkt komplett aus dem Kreativmodus raus. Das war die neue Falle und die Neuerung im Kreativmodus, meine Freunde. Jetzt kommen wir zu dem, was mich tierisch aufregt und stört. Fortnite hat eine Entscheidung getroffen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. By the way, ist der neue LTM immer noch nicht drin. Ich finde es extrem schade. Eigentlich wollten wir den spielen. Aber es gibt etwas viel, viel Wichtigeres. Tobi, wir machen mal eine Runde Duos. Denn, meine Freunde, ihr werdet es gleich selber sehen. Es gibt eine Änderung, die euch alle extrem abfacken wird. Und ich verstehe nicht, warum Fortnite immer wieder Sachen ausprobiert, sie dann aber wieder rausnimmt. Das war unter anderem genauso wie bei den Glider-Redeploy, was drinne gewesen ist. Alle haben gesagt, hey, ist fein für mich. Finde ich eigentlich ganz cool, ständiges Glider-Redeploy. Tobi, deine Meinung dazu? Ich finde es cool. Es war nicht schlecht, oder? Seien wir mal ehrlich, es war nicht schlecht. Und dann ja, haben sie gesagt, nee, also, wir nehmen es wieder raus und dann haben sie irgendwie ein Item. Das hat sich halt niemand beschwert so. Also eben, genau, es wollten ja auch Leute haben und dann haben gut, ein paar Leute haben rumgemeckert. Aber im Großen und Ganzen war, glaube ich, der Großteil der Community, zumindest auf Reddit und so weiter und so fort, damit fein. Dann haben sie ein Update reingebracht, wo es hieß, wenn du einen Gegner tötest, kriegst du 50 Schild oder 50 Leben. Und das, meine Freunde, hat Fortnite jetzt einfach, mir nichts, dir nichts, ohne dass es dazu Beschwerden gab, rausgenommen. Ich verstehe nicht, warum. Es ist so viel geiler gewesen, weil man damit so viel mehr machen konnte, Leute. Das heißt, man muss Verbände wieder mit einplanen, man muss wieder Medkits, Slots und so weiter und so fort. Das Spiel war viel, viel dynamischer und viel, viel schneller und viel, viel nicer auch einfach. Dadurch, dass halt die Möglichkeit gab, wenn man den Gegner so tötet, dass man dadurch halt Leben bekommt. Und irgendwie ist das jetzt einfach rausgenommen worden. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich habe auf Twitter auf jeden Fall schon, ihr könnt euch nochmal jetzt unter den Fortnite-Tweet sehen. Gibt schon wieder die ersten Leute, die sich beschweren, Leute. Und ich kann das ganz ehrlich nachvollziehen, weil ich war großer Fan von dieser Geschichte. Du nicht auch? Und ich verstehe auch nicht, was sie hier gemacht haben beim Rausspringen. Also, ja, irgendwie ist es komisch. Es ist absolut komisch. Man fällt viel langsamer, oder? Kann das sein? Ja, du bist einfach so, du im Fall gehst du raus und dann bist du voll langsam irgendwie so. Ey, ganz ehrlich, also ich finde hier oben die Anzeige mit diesen Lag-Spikes finde ich ja ganz cool, dass sie die reingebracht haben. Aber irgendwie fliegt man komplett anders und flacher und ja, irgendwie fühlt es sich alles nicht mehr so an wie das Fortnite, was vor dem Update da war. Und das verstehe ich nicht, also... Hat man jetzt wieder, also maximal 500 Mets, glaubst du? Oder ist es jetzt auch weg? Wo? So, Leute, schaut euch das jetzt an. Ich hab ihn genockt. Wenn ich ihn jetzt finische, ich bekomme kein Leben dazu. Warum? Warum sollte ich dann überhaupt noch Gegner finishen? Klar, ja, für Kills, pipapo und so weiter und so fort. Aber die 50 Schild, die hätte ich doch gerade jetzt im Early Game echt gut gebrauchen können. Weißt du ja, was ich meine? So, ich finde es halt, ich find's halt tatsächlich echt eine schlechte Idee, zu sagen, ey, wir nehmen das wieder raus. Weil nochmal, das hat einfach sehr vielen Spielern extrem viel genützt. Kleider Redeploy ist normal jetzt drin. Haben sie komplett wieder reingenommen? Ja. Moment. Nicht wirklich, oder? Doch. Nein, ist nicht so. Hä, bei mir. Ach so, ich habe die Gleiter aufgehoben. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, Digga. Das wäre mir schon aufgefallen. Ich dachte schon, das wäre übel komisch. Oh, hier sind welche. Aber noch? Super low? So, Leute, schaut das jetzt an. Ja, schaut euch das jetzt an.
Ich bin komplett low. Ich habe jetzt nichts an HP. Gar nichts. Ich muss jetzt erstmal hochziehen. Und wenn ich jetzt keine Mats hätte, dann wäre das kacke. Ich habe einen Gegner mit einer schlechteren Waffe gepusht. Tobi, du musst ganz gut alleine machen. Ja, ja, du. Ich habe einen Gegner mit einer schlechteren Waffe gepusht, als er hat, Leute. Und als Belohnung bekomme ich was? Ein Kill? Hier ist noch einer. Ach. Oh Gott. Soll ich dir helfen? Alles ich hab gut. Extra nicht geschossen. Schaut euch das an, Leute. Guck mal, schaut euch das 47 an. HP, obwohl ich zwei Gegner jetzt gekillt habe. Ja, richtig. Kein Heilung, kein gar nichts. Das ist halt wirklich wack. Das ist halt wirklich wack. Also ich verstehe nicht, warum man das macht. So, ich habe jetzt natürlich Healing Pipapo jetzt hier glücklicherweise gehabt. Aber halt nochmal, wenn ich jetzt einen Gegner ranpushe mit einer schlechteren Waffe, was man früher easy machen konnte, weil ich weiß, hey, wenn ich gewinne, dann kriege ich dafür Schild. Das lohnt sich jetzt einfach nicht mehr. Und jetzt glaube ich, ja, genau das ist das Problem. Ich habe drei Gegner geholt und gehe dann gegen irgendwelche Leute down, die halt gekämpft haben. Wenn ich für die drei Gegner jeweils Mats oder sonst was bekommen hätte oder halt den Benefit durch Heal, dann wäre das jetzt nicht passiert. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so unglaublich dumm von ihnen. Das ist so unglaublich dumm. Und ich weiß, dass der öffentliche Aufschrei jetzt schon nach 10 Minuten, nachdem das Update online ist, so dermaßen groß ist, dass es alle zurückhaben wollen. Ich find's einfach nur schade. Ich find's einfach nur schade, dass solche Entscheidungen immer wieder getroffen werden und irgendwie kein bisschen nachgedacht wird, gefühlt, ob das denn wirklich von den Spielern auch so gewünscht ist. Fortnite und Epic Games haben einen echt guten Job immer gemacht, wenn es darum ging, auf die Community zu hören. Und ich bin mir sicher, dass das auch wieder reinkommen wird, weil wie gesagt, auf Twitter und Reddit geht jetzt schon die Hölle los und ich merke auf jeden Fall jetzt schon, dass sich alle Leute nur beschweren sind. Vielleicht ist es sogar auch tatsächlich nicht gewünscht gewesen. Vielleicht war das ja auch nur ein Fehler irgendwie in diesem Update, man weiß es natürlich nicht. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Update echt nicht zufrieden. Also ich finde es halt schade, dass wenn ein Update online kommt, erstmal der neue LTN nicht da ist. Das ist natürlich eine Sache, die man auf jeden Fall verzeihen kann, wie gesagt. Aber eine andere Sache ist halt einfach, Sachen rauszupatchen, die von der Community geliebt und akzeptiert werden. Das verstehe ich so an der Stelle nicht. Wir landen einfach nochmal im Pleasant Park, Digga. Versuchen nochmal eine Runde zu spielen und dann reicht mir es hier auch schon. Ich habe mich, glaube ich, genug aufgeregt. Das mit dem Aussteigen, das ist so seltsam, oder? Wir müssen jetzt weiter damit leben und können einfach nur hoffen, dass Epic Games unser Rumgeweine und Rumgejammer wieder mal hört. Ich glaube, dass die das wahrscheinlich jetzt schon zu spüren bekommen. Ist da einer drin? Ja, im Nachbarhaus. Einer ist low. Warte, oh Mann. Das war echt gemein, Tobi. Der hat einen 90er jetzt von mir bekommen. Sorry. Aber jetzt auch egal. Killstein hat halt keinen Wert mehr. Guck mal, jetzt können wir den nicht mehr finishen, weil wir Healing brauchen. Also Leute, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Da kommen Gegner, Tobi. Oh. Oh, oh Gott. Ja, Digga, ich hab übel kassiert. Lass mich weg. Der finisht mich. Junge, was hast du davon, du... Also Leute, wie gesagt, keine Ahnung, irgendwie das Update im Großen und Ganzen nicht so wirklich geil gewesen. Also das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Guck mal, ich habe jetzt hier drei Leute gekillt und laufe ohne Schild rum, ja. Und ich habe keinen Redeploy oder sonst was. Ich habe nicht mal Mats, glaube ich, bekommen. Wobei, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob es Mats dafür gibt, aber es gibt auch keine Mats mehr dafür, wenn man Gegner killt. Ja. Haben wir auch gesagt. Geil, geil, geil. Also Leute, kann man jetzt maximal 500? Das versuchen wir jetzt mal. Wenn sie die Mats wieder zurückgepusht haben, gepatcht haben, wäre das auch extrem seltsam irgendwie. Eine ganz, ganz komische Entscheidung. Ich fand auch 500 Mats reichen auch, damit man halt dieses Bauen, dieses Contesten auch irgendwo ein bisschen eingrenzt. Ich glaube aber, es sind maximal 500 Mats, wenn ich mich nicht irre. Nach wie vor. Nee. Es gibt wieder 1000. Was? Okay, Leute, what the fuck? Nein, what the fuck, Alter. Fortnite ist einfach wieder auf dem Stand von vor 2-3 Monaten. Wir sind in der Steinzeit. Wir sind zurück in der Fortnite-Steinzeit, Alter, wirklich. Kleider-Redeploy ist nicht drin. Wir haben jetzt 500, beziehungsweise können wir es wieder mit 3000 Mats scheinbar rumlaufen. Da vorne bei der Tanke, zwei Leute. Ja. Und genau darauf habe ich halt keinen Bock, Leute. Genau darauf habe ich halt keinen Bock, jetzt in ein riesiges Baubattle reinzugehen, Alter. Mit Leuten, die halt mit 600.000 Materialien natürlich den größten Vorteil überhaupt haben. Ist halt einfach nur wack. Ist halt einfach nur mad wack, so, und das verstehe ich halt nicht. Ja, keine Ahnung, Alter. Diese Buildfights, diese. Leute, das wäre jetzt halt, so unendliche Türme wieder. Das ist wieder so dermaßen nervig, Alter. Nice gemacht, auf jeden Fall, Epic Games. Ihr habt das Game wieder richtig schön auseinandergenommen, kaputt gemacht. Danke für dieses tolle Update, Leute. Echt stark. Ich weiß nicht, Alter. Diese Meta gefällt mir wirklich gar nicht. Und der Limited Timeout ist immer noch nicht drin. Ja, Leute, kein Plan. Ich will jetzt hier gar nicht rumheulen auf einem großen Niveau. Aber ich glaube, wir können alle damit übereinstimmen, dass es extrem unrewarding ist, jetzt jemanden zu killen, wenn man dafür nicht unbedingt ein Schild oder Healing bekommt. 1000 Mats wieder als Grenze eingeführt zu haben. Oh mein Gott, Glider Redeploy ist immer noch nicht back. Keine Ahnung, Leute. Ich habe das Gefühl, wir werden hier gerade einfach verarscht. Ist schon 1. April. Noch nicht, aber es dauert ein paar Tage. Vielleicht kommen auch bald einfach
weiß ich nicht. Vielleicht kommen bald die Flugzeuge zurück. Es würde mich tatsächlich nicht wundern. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Entschuldigt dieses kleine Rumgeheule-Video, aber es ging nicht anders. Ich bin damit echt mehr unzufrieden und wollte es einfach mal gesagt haben. Okay, wenn ihr, wie gesagt, weiter Fortnite spielt, Leute, geht auf jeden Fall... Oh, Wukong ist wieder drin. Mann, was für eine Überraschung. Geht auf jeden Fall hier im Support the Creator Store hin. Nutzt meinen Code, Leute. Vielen Dank trotzdem Epic Games für dieses tolle Partnerprogramm, aber da müsst ihr echt nochmal ran und nachfixen. Bitte ändert das wieder, ja? Ich küsse eure Augen. Danke an Epic Games, danke an euch alle und wir sehen uns dann morgen oder vielleicht heute bei einem zweiten Video nochmal wieder, wenn deine Limited Time Mode mit dem Vulkan endlich da ist. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.